Der schwarze Troll ist keinerlei Grund zur Sorge. Ich meine, es ist nicht nur ein normaler Troll, es ist natürlich auch ein schwarzer Troll. Und der schwarze Troll ist auch so harmlos, dass er sogar auf der Karte verzeichnet ist. Was soll schon schief gehen? Komm her, Großer, wir hauen dich um. Kann ich hier was prüfen? Oh, Sonnenaloe. Da ist er. Ich kann ja nicht abhauen. Ich muss gleich nochmal laden, aber die Sonnenaloe ist ja der Grund, warum ich hergekommen bin eigentlich. Kann ich den zu dem anderen locken? Der schwarze Troll einen schlechten Tag heute gerade hat. Oh. Das Schlimme ist, der schafft das sogar. Jetzt ist bloß die Frage, will ich, dass er das schafft? Ich meine, das sah halt gar nicht schlecht aus, ne? Der schwarze Troll ist gestorben dadurch. Also. Wenn der Troll mich nicht kritisch, sterbe ich nicht mal. Wie viel Schaden hat er gemacht? Oder hat mich vorher nicht gehauen, oder? Alter, der schwarze Troll ist durchaus besiegbar. Also er schafft es definitiv. Ich habe seinen Lebenspunkt nicht gesehen, aber es sah ja schon ganz gut aus. Der war ja schon mehr als halb tot. Nur sicher gestorben bin. Und dann die ertänkt? Ist ja vielleicht wegen dem Troll hier? Aber der bringt mir nur das Jagen bei, ne? Oder Grimbald. Warum ist hier ja nicht so finstere Musik? Das macht mir so ein bisschen. Da ist nichts zu holen. Ich finde das ein bisschen bedenklich. Ja, aber der Troll ist ja definitiv nicht unbesiegbar, ne? Da bringe ich den Papier hin. Das Allerschlimmste ist, dass ich diesen ganzen Scheißweg, in den wir zurücklaufen muss. Dass es natürlich weit und breit keinen Teleporter gibt. Und das ganze Teleporter-System nur aus drei Teleporter besteht. Mich alle nicht so richtig voranbringen. Oh, Ratten. So normale Ratten sind es hier. Es geht wesentlich besser als die Ratten im Keller umzuhauen. Ist auch selten konsistent, wie wir hier die Gegner rumhauen, ne? Auf der einen Ecke hast du halt Feinde, die riesengroß sind wie das Vieh. Oh, und dann kommst du ja, begegnest du wieder irgendwelchen Ratten, die eigentlich nicht mehr als ein Ärgernis sind. Ah, Innos, danke für dein Gebet. Na gut. Nein, ich will dich nochmal beten. Innos hasst Speichel lecker, glaube ich. Kommen wir jetzt hier? Okay, das geht hier also nicht weiter. Ich hätte gedacht, dass es vielleicht irgendwie noch einen zweiten Bereich der Karte gibt, von dem ich noch nichts weiß. Jetzt habe ich nur hinkomme, wenn ich hier. Das ist anscheinend hier nur so eine Höhle. Ich sehe bloß halt auch nichts. Wenn hier irgendwelche Viecher auf mich lauern, bin ich tot, ohne dass ich es vorher sehe. Oh, hier ist eine Höhle. Hey, ich habe eine Höhle gefunden. Mit unheimlicher Musik. Und komischen Tönen. Also die sich eher so anhören wie falsch geladene Dateien. Oder es muss so, aber das Spiel kommt mir nicht so vor, als müsste es solche Geräusche machen. Oh, wow. Irgendwas sagt mir, dass ich an diesem Ort noch nicht sein sollte. Sind das Fische? Also die beiden riesengroßen Statuen, die hier stehen, dieses kuppelartige Dingsbums. Ich habe große Zweifel ob der Richtigkeit meines Seins hier. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay. Also dieser Ort sieht nicht so aus, als wäre es vorgesehen, dass ich hier bin. Na gut, vielleicht brauchen wir das noch. So, die Höhle geht ja sogar noch weiter hier. Fleischwanze? So. Ich bin nicht mehr in der Lage, Fleischwanzen zu one-hitten.
Das ist ja fast so schlimm wie in Alex. Wirklich? Der Trefferrad ist wirklich unter aller Sau. Mein Koala! Ach du Scheiße. Verdammt. Ich glaube, die Minecrawler gab es im ersten Teil. Zuhauf. In der Höhle. Lustigerweise natürlich. Gut, also in diese Richtung geht es also nicht weiter. Obwohl, ich renne jetzt trotzdem nochmal in die Ecke rein. Einfach nur, weil ich sehen möchte, was in der Ecke ist. Die Minecrawler haben mich ja nicht unbedingt gewone-shotet. Also ich mache an denen auch keinen Schaden. Zumindest an zwei habe ich, glaube ich, wenig Chance. Ich weiß nicht mal, ob ich einen tot kriege. Aber mit genug Heiltränke könnte ich vielleicht einen schaffen. Aber wenn ich hier schön lang Fleischwanzen haue, dann wird das natürlich nichts. Machen wir noch einen Rambazamba hier. Warum ist die denn hier eigentlich... Ist das Magier? Ach du Scheiße, Minecrawler Warrior. Oh fuck. Ich würde mich gerne noch mal ein bisschen umsehen. Geht's denn noch weiter? Nee, das ist anscheinend... Okay, das... Warum auch immer übrigens die Viecherbezeichnungen auf Englisch sind, das irritiert mich immer noch. Fleischwanzen trifft man halt schwer. Die Viecher bewegen sich nicht. Und sein armloser Held wird ja wohl in der Lage sein, sein Schwert in den Boden zu hauen, oder nicht? Na gut, aber mit den, anscheinend gibt es ja dieses, vielleicht ist es hier noch so ein Fanservice-Ding, so ein Throwback dafür, dass das hier, diese Höhle mit den Dingen ist, mit den Minecrawlern. Ansonsten gibt es hier ja scheinbar nichts, weil ich glaube, hinter den Warriern war auch nichts, wenn ich das richtig gesehen habe. Die Höhle ist ja schon irgendwie sehr versteckt. Also die musst du erst mal finden. Sieht die ohne weiteres... nicht auftreiben können. Na gut, hier wollte ich aber ja nicht hin. Ich wollte echt diesen lustigen Plateau. Dass ich mir auch so ein bisschen die Frage stelle, wie ich hier wieder wegkomme. Also, offensichtlich mit dem Weg, den ich hergekommen bin, zum Tempel laufen und den Tempel dann wieder zur Stadt teleportieren. Und das ist halt mega aufwendig. Grimwald kommt mir übrigens auch ein bisschen fischig vor. Oh, eine Kriegskeule. Sollte mir erst zu denken geben, dass hier sowas einfach so rumliegt. Schaden 100. Also die Machete wäre zum Beispiel auch nicht schlecht. Piratensäbel. Der Schaden macht mein Wolfsschaden 45. Grober Zweihänder. Ach, ich denke, das ist 50. Degen der Bandine. Ich kenne die Köpfe. Das Zeug in meinem Inventar sammelt sich definitiv wieder an. Nun gut. Das hört sich ein bisschen wie entfernte Schreie. Der Wind. Aber das ist bestimmt nur der Wind, der hier durch die Landschaft pfeift. Ich könnte jetzt den großen schwarzen Troll totlähmen. Das Problem ist bloß, wenn ich ihn nicht gerade irgendwie gewone-shotet kriege. Was vielleicht durchaus möglich ist. Wie viel Schaden macht denn der große Feuerball? Honig? Ja. Der große Feuerball macht... Ich hab den noch geklaut. Großer Feuerball macht... Kosten 40. Schaden Minimum 300. Ne, Schaden Maximum 300. Moment. Das könnte ich ausprobieren. Den brauche ich bestimmt noch für irgendwas anderes. Auf der anderen Seite, vielleicht gibt es irgendwie noch eine Quest für den großen schwarzen Troll. Und dann töte ich den einfach und dann sowas. Wir probieren das aus. Ich hau mal den großen schwarzen Troll einen Feuerball am Kopf. Und dann sehen wir ja, wie viel Schaden er nimmt. Und dann kann ich ja abschätzen, wie viel Schaden oder Grimwald machen darf. Um das nachzufolgen. Maximal 14 Mana-Punkte zu wenig. Verdammt. Ich habe wahrscheinlich keinen Mana-Ring noch, der mir noch Mana bringt. Ich habe einen Feuerring. Na gut, mit 75 Magieschaden werde ich wahrscheinlich nicht... Ach, das ist eine Spruchrolle 40. Aber ich habe also, mir fehlen nur 13 Mana? 14 hat? Ist ja gar nicht so schlecht eigentlich. Na gut, aber das ist... Das nächstgrößere, was ich habe, ist Feuerball. Und Feuerball macht halt irgendwie... 75 Schaden.
Das wird so einen kapitalen Troll wahrscheinlich nicht aufhalten, oder? Da macht Grimbald mit jedem seiner Schläge 20 mal so viel Schaden. Das. Damit werde ich den wahrscheinlich eher nicht gelastet kriegen. Wahrscheinlich sind Trolle noch hoch Magie immun, weil Trollhaut und so. Die wehrt Magie ab. Gut, also meine große Hoffnung, den Troll irgendwie mit Magie tot zu kriegen, ist damit zerschlagen. Ich begrabe diese Hoffnung und widme mich wieder neuen, besseren, lukrativeren Projekten zu. Wie zum Beispiel. Ach nein, so eine Viecher? Scheiße. Ich glaube, vor denen kann ich ja wenigstens wegrennen, oder? Ah, die sind nur Morbots. Ich dachte, das wären hier diese Varan-artigen Teile. Bzw. die am Wasser rumkriechen, wie auch immer sie essen. Snapper vielleicht? Also 115 Gegner kriege ich ja ohne. Was sind da hinten noch? Also zumindest so, was Erfahrungspunkte angeht, ist unsere Tour hier durch den Wald gar nicht so schlecht. Oder hinten hat es richtige Skelette. Ich kenne leider immer noch keinen untoten Bann. Diese Ratten waren tatsächlich wieder widerstandsfähiger. Ja, die Skelette werde ich wohl nicht tot kriegen. Hä, wo sind die jetzt hin? Besagte Skelette. Quicksilver. Ach, scheiße. Oh nein. Oh nein, oh nein, 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 das ist gar nicht gut. Ah, das ist sehr schlecht. Das ist sehr schlecht. Warum habe ich denn eine Quicksilver gemacht, ich Idiot? Oh Mann. So, sprinten oder nicht sprinten, ist hier die Frage. Und noch abstürzen vor allen Dingen. Ich gehe jetzt in diese Höhle rein und werde wahrscheinlich sterben. Ich hoffe, ich habe jetzt noch anders gedacht. Ich habe wahrscheinlich wieder weniger Pflanzen als vorher, aber hey. So, auf Schutz kostet ich zwar eigentlich auch nicht, aber es geht, ne? Ich habe doch hier gerade noch Skelette gesehen. Oder waren das fehlerhaft geladen? Na, scheiße, da sind sie. Das war ja. Das ist. Und ich dachte, das wird vernichten, aber das ist es. Also ich. Ich wollte gerade eigentlich noch argumentieren, ich schaffe eigentlich nicht mal Goblin-Skelette. Da werden wahrscheinlich richtige Skelette sehr hart sein. Ich nehme mal nicht an, dass ich in letzter Zeit noch mal zweimal Untote verbannen gefunden habe. Doch, habe ich. Nee, habe ich nicht. Das ist noch heilen. Feuerball, Eisfall, großer Feuer vergessen, Feuerverschwörer. Nee, was ist denn das hier noch? Schlaf, nee. Naja, gut, ohne Untote verbannen wird das hier wahrscheinlich nichts. Irgendwo habe ich doch schon mal richtige Skelette gesehen. Die haben mich, glaube ich, eh nicht aus dem Kies gehauen. Das war noch vor einigen Leveln, aber. Wenn ich den Gegner schon mit einem Schlag aus nichts weghaue, die hat nicht mal voller HP, aber trotzdem, dann brauchen wir wahrscheinlich nicht einen. Ach, was ist das da hinten noch? Ist das schon wieder so ein. Ach nee, ist ein Scavenger. Ich dachte ja gerade, das wäre ein großes Vieh, aber der drei Scavenger. Denn. Man sieht ja bloß so schlecht. Nein, nicht alle auf einmal, bitte. Ah. Dann kommt halt her. Nur zwei. Das ging ja. Das war gängig. Ich warte nur noch auf den Riesenscavenger. Oh nein, ich höre Goblins. Alter. Genau das Geräusch. Wahrscheinlich genau das gleiche Soundfile hat der Age of Empires 1 auch. Dieses. Was für immer Vogel das ist. Was ein Goblin. Oh, nee. Ich bin immer nicht instant tot, aber ich hasse Goblin-Skelette. Die sind schlimmer als normale Skelette. Normale Skelette siehst du wenigstens irgendwie durch den Busch noch. Oh, genau das Geräusch. Ach, hier vorne ist wieder der scheiß Steinkreis. Da ist nichts zu holen. Was ist ein anderer? Wie viele Blutfliegen sind das? Drei? Blutfliegen ist doch ein Unsinn! Es ist denn da! Alter! Von ihm bringen noch 40 XP die Scheißviecher, ne?
Oh, Alter. Oh Mann, ey! Das ist ja auch so behindert im Kreis, mal fliegen müssen. Ich könnte hier runterspringen, also gut, ich weiß zumindest, wie ich hier zurückkomme. So, und hier ist ein weiterer Steinkreis. Das Problem ist, dass bloß an diesem Steinkreis ist. Bin ich hier überhaupt auf der Karte? Warte mal, hä, das ist der Steinkreis? Aber genau den war ich doch schon. Was ist das, ein anderer Stein? Ach, das ist wahrscheinlich der richtige Steinkreis, der richtige nördliche Steinkreis, wo der eine Typ seine Armbrust verloren hat. Nehme ich mal an. Ah, oh, Steinkreis 65. Weil meinte, er hat seine Armbrust in einen Steinkreis verloren. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich dachte eigentlich auch, ich... Ach, Dragomirs Armbrust. Dragomir war es übrigens. Die können wir ihn zumindest mal zurückbringen. Ich nehme mal nicht an, dass wenn ich hier die Knöpfe drücke, dass ich noch, dass ich hier irgendwelchen Erfolg erziele. Ich ärgere mich gerade ein bisschen, dass ich meine Töte-Untote-Rollen gegen diese anderen beiden Skelette benutzt habe. Vielleicht kann ich auch nochmal einen Blick welche nachgucken. Wo sind denn die Knöpfe für das Ding? Ich würde das jetzt zumindest gerne nochmal ausprobieren. Oder ist das ein Steinkreis ohne Knöpfe? An und sich für sich hat war der andere Steinkreis, der mit der Tafel. Ich bin ich auch noch falsch. Egal, wir haben Dragomirs Armbrust und dann haben wir schon mehr erreicht, als wir wollen. Jetzt muss ich nur kurz gucken, welches die scheiß Quest war. Ich hoffe, ne, da warst du auch hier. Ich hab's doch gerade gelernt. Hier, Lehrer. Dragomirs Armbrust. Dragomir hat seinen Armbrust. Ach man, jetzt weiß ich trotzdem nicht, wer Dragomir ist. Ein bisschen ausführlich hätte das Questlog ruhig sein können. Was weiß ich jetzt, welche Dragomir das ist? Ich glaube, das war einer von den Söldnern, aber was weiß ich denn? Ach, guck mal, hier ist eine Mine. Ob ich da drin wieder Minecrawler finde? Quicksave! Tatsächlich! Gehen die irgendeine Chance ab? Wahrscheinlich nicht. Also für die Armbrust brauche ich Stärke. Oh. Ich hatte mal eine andere Armbrust. Guck, mein Eschebogen macht das viel fertig. Sag mal so, wenn ich durch all meine Heiltränke durchbrenne, könnte ich vielleicht Chancen haben. Gegen das Vieh. Ich renne einfach mal durch, mal nach rechts. Was ist noch? Ach so, das ist die andere Seite. Nee, nicht. Das ist nicht. Na gut, ich fürchte leider, dieser Minenschacht hier wird uns erstmal verschlossen bleiben. Das sehe ich noch nicht so ganz, dass wir hier irgendwie durchkommen. Na, hier drehen wir halt ab. Was soll's. Achso, das sind ja die Treppen, oder? Nee, hä? Wo finde ich die Treppen hin? Doch, da, wo ich gerade herkam? Ach ja, das ist der Wald von eben. Mit den total lebensbejahenden Geräuschen. Toller Wald. Toller Wald. Ja, das läuft doch hier. Na, Judy. Wollen wir mal gucken, ob wir irgendwie wieder zur Zivilisation zurückkommen, ohne zu sterben. Ich glaube aber, dass ich mich irgendwie durchglitschen muss. Wenn die Treppen enden, glaube ich, genau da, wo ich denke, wo sie enden. Und das heißt, dass ich jetzt hier gleich vor diesen scheiß Viechern stehe, die mich jedes Mal umgenietet haben. Oder auch nicht? Also ich höre sie, aber ich glaube, sie verfolgen mich nicht. Okay. Also anscheinend kommt man hier ganz gut durch. Na gut, dann ist es relativ einfach. Ach so, jetzt bin ich hier oben. Hm. Ja. Jetzt hoffe ich doch mal sehr, dass ich irgendwie runtergekraxelt komme, ohne zu sterben. Das ist echt weit oben. Warte mal, ich hätte die ganze Zeit lang gekonnt, oder? Das ist doch... Da unten ist der, nicht Bengar, sondern der andere Bauer, oder nicht? Genau, das sind die Bauernhäuser. Und wenn ich jetzt hier oben weiter renne, komme ich doch direkt beim Großbauern raus. Da waren eigentlich auch keine Viecher. Also hier komme ich auf jeden Fall runter, irgendwie. Ja, da rechts komme ich definitiv. Ja, das sieht doch hier eigentlich aus, eigentlich. Kann ich ja gleich mal die Armbrust abgeben. Das läuft überraschend gut, muss ich sagen, also...
wäre hier offensichtlich, weil ich muss ja nicht selber laufen. Also er läuft halt nicht überraschend gut, er läuft eigentlich überraschend schlecht, weil es arschlahm. Aber unsere Reise. Es sei denn, wir stehen jetzt hier vor einer großen Klippe. Was auch der Fall ist. Mist. Na gut. Ist aber auch kein Problem. Bestimmt nicht. Ach, hier ist die Brücke. Ach, hier bin ich. Ich bin ja ganz woanders. Warum sind nur noch zwei? Das waren nochmal fünf oder so. Also ich bin nicht da, wo ich dachte, wo ich bin. Na, das ist okay. Das ist auch okay. Na gut, dann laufen wir erstmal wieder nach Corinnes zurück. Das ist wahrscheinlich am einfachsten. Also ich werde da reicht aber nicht. Also jetzt müssen wir, glaube ich, doch bald mal den Feuermarkern beitreten. Ich gebe jetzt noch die Ambrose-Day ab. Und dann muss ich halt wieder zum Großbauern zurück, was halt voll weit ist. Naja, wie muss er? Machen wir alles beim nächsten Mal, wenn es ja wieder heißt, Gothic 2.